Für den kleinen Yahia ist das Krankenhaus in der jemenitischen Stadt Koka die letzte Hoffnung. Wie zehntausende Kinder im Jemen ist er extrem unterernährt. Rund 85.000 Mädchen und Jungen im Jemen sind nach Schätzungen von Hilfsorganisationen seit April 2015 an Hunger und Krankheit gestorben. Die Vereinten Nationen stufen die Lage im Jemen als derzeit schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt ein. 4 Jahre Bürgerkrieg haben das Land ausgezehrt. Es herrscht eine Hungersnot. 24 Millionen Menschen im Jemen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sind 3/4 der Bevölkerung. Seit 2014 liefern sich Houthi-Rebellen und Regierungstruppen schwere Kämpfe. Angeheizt wird der Krieg von den Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien. Während Teheran die Houthi-Rebellen protegiert, bekommt die Regierung von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi Unterstützung durch eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition. Etwa 10.000 Menschen wurden nach UN-Angaben in dem Bürgerkrieg bereits getötet. Neue Friedensgespräche in Stockholm nähren die Hoffnung für die Menschen im Jemen. Frühere Anläufe für eine Beilegung des Konflikts waren jedoch gescheitert.